Howdy, Freunde, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu einer neuen Folge von Red Dead Redemption 2. Der Kadaver macht diesen ganzen Blick so ein bisschen, naja. Was haben wir denn hier? Wächst hier was? Sieht so, ne, wächst nicht. Das sah so lila aus. Mö. So, was haben wir zu tun? Gucken wir mal. Oh, können wir gleich weitermachen, wa? Armadillo. Da haben wir Glück und Sadie kommt mit den Informationen über Maika. Der Hund, dem geht's gut. Na, endlich wissen wir es. Apple farmer in the kingdom. I love it. I truly love it. Abigail, dear, what's for dinner? What's for dinner? Away with you, you no good parasite. You cook. Actually, that's not a bad idea. John, come out here. Hey, John. Abigail. Sadie. Charles. I found him. I found Micah. No. I got a lead. One of his boys wanted for murdering a woman. Been seen drinking in Strawberry. If we can get to him, he'll lead us to Micah. But I gotta go now. You coming? No. He's not coming. I will. That's your business. His business is here. Yeah. Yeah, I'll ride with you. No, I'm begging you. No! You risk all this? For what? For Micah? All this? All this wouldn't exist if it weren't for Arthur, Sadie, and all the folks as fell. If I let him go, this place ain't no more real than one of Jack's dragons. I'm begging you. And I'm begging you to understand. This is it. This is... Please. Please try to... I ain't got no other choice. Keep an eye on the place for me. Of course. Please! Let's go kill this son of a bitch then. Holen wir uns Micah. Come on. Darauf habe ich so lange gewartet. Schon Zeit, ich den. Which one of Micah's boys is it? Cleet. Which one was Cleet? The big one or the little one? The one with the rat face. My memory is they both had rat faces. The little bastard with the rat face then. Him? Yeah, he'll talk. You're damn right he will. We owe this to Arthur. You think Arthur cared about revenge? I'm not so sure. Especially not at the end. He cared about stopping Micah. And that's what we're doing. I hear you're taking bounties now. And I hear you're building houses. Mm-hmm. When I'm not killing old friends. Hell, nowadays I'm almost always killing old friends. Old friends and new. Ain't that right, John? Seems that way. You interested in bounty hunting, Charles? My last assistant was put out to pasture. No, that work ain't for me. I think I might get out of here. Go north. Canada. Find a woman. Start a family, if I can. I see how that life... Well, I'd like to try it. Woo-wee, John. You've given him the family book. I thought we would have inspired him to a life of celibacy and isolation. You know, I've been thinking I might get out of here, too. Down South America, maybe? It's wild, but less... mean, I guess. I'd run protection for a gold mine, or take up with a handsome revolutionary. I don't know. Something. See something else, at least. That all sounds good. Yeah, it all sounds real fine.
but we got some business to take care of first. Strawberry war ja gar nicht so weit weg von ja, Blackwater. Credence Clearwater. It's the band. Okay, Strawberry, this is it. We leave our horses by the bridge, then we find it. Okay, John, Charles, you take the other side of the river. I'll stay on this one. If we meet in the middle, we would have covered most of the town. Schnell gezogen, Junge. If he's here, we'll get him. Okay, let's go. Cleat, Cleat. Den kriegen wir am Cleat. There. Cleat! Hey, Cleat! Been a while. Shit. Stop that man! He's wanted for murder! Can't escape us, Cleat! Er wird wegen Mordes gesucht. Die Leute greifen ihn an. Da kommt Sadie. Hello, Cleat. Remember us? Joe, you gonna take a turn? Hey, 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 we're all buddies, ain't we? Sure, Sadie. With pleasure. No, 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 no. Bennett! Now, where's Micah? Micah? I ain't seen him. Hey, 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 hey! Stop, 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 stop! Lay into him! You little... Where is he? Wait, 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 wait! Oh, 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 oh. Give it to him! Micah! Where? Where's Micah? I don't know. I ain't seen him. We fell out. And you know what? I'm bored of this. Let's hang the bastard. What? Good idea. Oh, wait, hold on. Bring him up to the gallows. Na, komm mal mit. Hier, komm schön durch die Scheiße, du dreckiger Sack. Quit squirming! Keep moving! Stop! No, you stay away! Move! Listen to me! Climb! Hold on! You heard the lady. Get up there! Come here, you bastard! Move it! Come on! Move! Here! I want you stood right here! Stop! All right, string the no-good murdering bastard up. Let's try this again. Where's Mike? No, 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 no. Where's Mike? I already told you I ain't seen him. You lie. It ain't my fault. He tried to kill me. Where's Micah? Talk, or I'll pull this lever. Talk. No, 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 no. Stop! He's up in the mountains. I think he's up in Mount Hagen. He got a whole gang now. Bad man. Doing bad things. I tried to stop him from murdering that little girl. We fell out. Honest. Please, I'm one of the good guys. Hang him. No. No. There ain't no need for this. Tja, ich kann dich sowieso nicht ausstellen. He's done. Thank you. Well done. Come on! A little rat said Mount Hagen. Und los. Wo ist denn Mount Hagen? You okay, girl? Let's go. It's a long ride. Let's finish this. Micah, we're coming for you. Yeah.
This pass will take us up into the high mountains. Lead the way. There's an old watchtower up there they might be using for a camp. There must be a sniper. Get in cover, quick. You alive, Charles? What's this about? Jump, be careful. Where is this bastard? Oh, das sollte ich wahrscheinlich nicht tun. Da wir müssten aber theoretisch beide gestorben sein. Yep, I'm moving. Ja, das hätte ich jetzt sowieso gemacht. Hey, you're okay. You're okay. I will be. Go on. Go on now. Move fast. They'll come down that hill and kill us all. Come on, John. I don't want to leave him. Hey, they know we're coming now. I will be fine. I'll follow you up. I just can't move fast. Okay. Come on, John. Shit. Du wirst in die Schulter getroffen. Wieso solltest du dich nicht schnell bewegen können? Immerhin läufst du ja nicht mit den Armen. Alter. Schon anstrengend, hier durch den Schnee zu kommen. Dass sie so viele Kugeln einsteckt. We can't get track down here. Get your hands off her. Und wer bist du? Nein! You don't look too fine. Come on. You're bleeding pretty bad. Ain't nothing.
You should sit down. I'm fine. You're dying. I'll be fine. Just sit. It's okay. I ain't dying. I ain't. I hope not. I ain't dying. Go get him. I'll be fine. I just need to rest. Okay. Charles, stay with her. Charles, you worry about yourself. I'll be up there in a minute. Ain't you got a habit? Just showing up. But I got something to take care of, sure. Just you left, is it? Yeah. Just me. I ain't here for you. Just Micah. So get out of my way and make it quick. You ain't getting any further than right here. I was kind of hoping you'd say that. Echt jetzt, ich habe den Keks reingetreten und er stirbt. Michael, wo bist du? Michael wird 100 pro hier unten sein, oder? Ganz ehrlich, die Musik könnte aus dem Quentin Tarantino-Film sein.
die Hütte kennen wir sogar. Wir waren hier mal. Oder waren wir in der anderen? Ich weiß nicht mehr. Voll die Spannung raus, aber. Micah, you're here. Come out. Hello, Scarface. Did you miss me? Not much. Been a few years. How's that, whore of yours? She's good. Didn't reckon I should waste my time killing you. But I felt different. So it seems. Das, wenn, ganz ehrlich, das ist auf jeden Fall ein Ziel. Und da muss ich wieder auf links Händler umstellen. Well, maybe after all this is over, I'll go pay her a call. Hmm? And the boy. Whatever you say. Ach, leck mich aber Arsch. Echt jetzt? Ich hätte wetten können, dass das passiert. Also ziehen halt, ne? Showdown. Aber anscheinend nicht. Was denn? Wir könnten es mal ganz unspektakulär machen. I look forward to meeting them. I'll make you rich. Real rich. I got Der ist schnell. Come on now, Micah. At least die like a man. Hellfire. It's just like old times. Come on. You turn around and start walking. You got me. Just like old times, hmm? All manner of folk paying social calls. Hello, son. Dutch. Mrs. Adler. It's been quite a while. Now, John. Now, what were you saying? What are you doing here, Dutch? Same as you, I suppose. Dutch and I are teaming up once more. We got money. We got dreams. Join us, John. Join us. Let her go. Now I can't do that, John. Dutch. Dutch, come on now. You shot at me, son. You started. You betrayed me. I could say the same as you. I was trying to do my best. You? You just cared for yourself. I think differently. Join us. Join us, John. Let her go. She ain't well. I don't want to kill you, John. Arthur saved my life. More than once. Arthur's been dead a long time. This is a new century.
Dutch. Dutch, we all did our best for you. Ain't our fault things turned out the way they did. Dutch, killing me won't solve nothing. Put down your gun, Marston. Say something, Dutch. Say something. I ain't got too much to say no more. You shot me. You shot me pretty good. Thank you. You okay? Fine. You're crazy. Well, I hope so. Help me up. Let's go get Charles. There's money. Lots of money. In the cabin. Blackwater. I'll go see. Hurry up. I got a wedding I want to go to. Wie der da steht, ist nicht sehr vorteilhaft. Wo ist Charles? Was ist mit Charles? Also wenn sie eine Messerwunde im Bauch aushält, wird er wohl auch einen Schuss in die Schulter aushalten. Jack, Onkel, komm out here! It's over, Abigail. It's all over. I'm going to where the sun burns and the heat stays and come and come lay by my side. Here right here to where the river turns to dust and God is never rushed. Come lay by my side right here. Red, I love you and the world. Seemed to make sense when Brother Santo said, oh, one more run be enough, gonna be enough money for everything, silver toed boots and kerosene. Come and lay by my side right here. Red, I love you. Well, the buzzing thick and the choking, I can't stay no more. Come and lay by my side right here. Red, I need you in the world. When I see you behind the glass, I forget that I'm in the cage. They bring me to Sunday mass, but it never. The rage, red, I love you and the world. 7 months gone and 7 years to Gore Edge.
I can't stay no more. Come and lay by my side, right here. Red, I love you and the world. Red, I need you and the world. It's time to rest.
see the fire in your Oh.
Also, das mit der Musik ist zwar alles ganz schön, aber ich gucke gerade auf meinen Timer und wir sind gleich bei 50 Minuten. Und so gern ich das alles auch weiterlaufen lassen würde, muss ich vielleicht langsam anfangen, was zu dem Spiel zu sagen. Ich hoffe, man hört das wegen der Musik. Das Spiel ist meines Erachtens nach ein Meisterwerk. Es hat leider nicht annähernd die Dinge, die uns in den, also die uns all die Spieletester und sowas weiß machen wollten. Oder besser gesagt, vielleicht nicht in diesem Ausmaß, wie sie das machen wollten. Trotzdem ein astreines Spiel. Da kann man nicht meckern. Eigentlich hat da alles gestimmt. Nur, dass die Verbundenheit zu einem Tier vielleicht nicht ganz so krass ist. Und als Rollenspielcharakter würde ich das Pferd jetzt auch nicht unbedingt bezeichnen. Und hier sehen wir nochmal die beiden, die im ersten Teil dann da waren. Ja, wieder eine Kaufempfehlung auf jeden Fall, unterstützt, obwohl die brauchen keine Unterstützung, es ist Rockstar Games. Aber das Spiel ist echt gut gemacht und ich möchte mehr von solchen Spielen im Allgemeinen. Warum kann nicht mal ein Ego-Shooter rauskommen, wo man die Waffe reinigen muss oder ne, so, solche Geschichten halt. Ich mag den Realismus. Zu viel darf natürlich nie drin sein, aber wenn man es genau und perfekt abstimmt, ist es gut. Und die ganze Story war... Es ist einfach, weiß ich nicht, du denkst dir so... Ja, Outlaws und so, und wie das mit der ganzen Bande dann passiert ist, ne? Alle erst neu. Dann hat man auch Verständnisse irgendwie dafür entwickelt, was halt dann im ersten Teil alles abging. Ja. Thank you.
die Tiere, das fand ich sowieso eins der größten Sachen, dass du nicht einfach wieder jeden Scheiß einsammeln konntest. Klar, Felle und sowas passten hinten eigentlich immer drauf, außer große Felle, da konntest du nur einen mitnehmen. Das fand ich super. Kann natürlich nerven, klar, aber es ist einfach, ja, realistischer. Gut, realistisch wäre eigentlich, wenn man sich noch ein Pferd mitnimmt, so ein Packpferd oder sowas. Könnte man theoretisch ja auch noch machen. Schlamm, dreckig werden, stinken, hieß es ja eigentlich, das würde kommentiert, fand ich nicht. Ich habe nie wirklich was mitbekommen, ob die jetzt gemeckert haben, ob die es wollten, ne? Ob die es wirklich gestört haben, habe ich nie was von mitbekommen. Das war ja auch etwas, was man vorher gesagt hat, bevor das Spiel rauskam. Oh, ich werde müde. Bevor das Spiel rauskam, dass das passieren wird, dass man vielleicht keine Mission annehmen kann, fand ich nicht. Vielleicht war ich auch die ganze Zeit sauber. Ich weiß nicht. Ich war recht selten dreckig, glaube ich. Das mit Arthur ist natürlich, dass sie da ungefähr bei der Hälfte des Spiels das getan haben, fand ich krass. Und dass halt danach noch so viel kam. Na, also. Karte war auch super. Ich fand gerade der Übergang der Biome war exzellent. Wo war das denn, ey? Das ist, glaube ich, aus dem ersten Teil irgendwo gewesen. Tja, die Charaktere, alles wirklich lebendige Personen. Wo Hosea gestorben ist oder Lenny, das hat man richtig gefühlt. Meines Erachtens nach. Und da war ich auch ein bisschen geknickt, obwohl ich es schon, also bei Hosea habe ich es auf jeden Fall vorausgesehen. Der war zu nett die ganze Zeit. Fallender Regen. Also im Großen und Ganzen, es gab auch Probleme, gerade dass das Pferd gerne gegen Bäume rennt. Oder auch die Anfangsschwierigkeiten, dass man mit dem Zielen immer so ein bisschen schwierig war, das fand ich. Alter, was kommt denn da noch alles? Boah, ich glaube, entweder müssen wir es auf 2 Folgen machen, weil das kriege ich nicht mehr hier drauf. Ja. Kauft das Spiel. Kann ich euch nur empfehlen. Ich fand's super und ich freue mich auf den Online-Modus. Wo ich noch nicht weiß, ob ich den spielen werde. Man hatte angefragt, dann gerne mit mehreren Leuten. Das Problem ist halt, zu dem Zeit, wo ich aufnehme, der 5. November, hat das noch keiner aus meinem Freundeskreis. Das ärgert mich auch. Aber, tja. Signor Bronte. Das fand ich auch cool, diese Mafia-Passage sozusagen. Das fand ich gut. So, pass auf, wir machen hier Folgenpäuschen und machen den Abspann noch in eine andere Folge. Also, kann ich das hier pausieren? Ich kann es überspringen. Na komm. Tut mir leid, Rockstar, aber ihr habt Geld genug. All right, John Marston. Since you bought this millstone around our necks, we better try and keep this place going. I paid our debts with that money. I don't want to talk about that money. And no more that. It's over, Abigail. I'm sure.
Then so. Get to work on this ranch you own and raising your boy. Yes, ma'am. Are you being sarcastic, John Marston? Hey, du kannst nicht noch weiter fliegen. Never. Good. Anyway, I thought you liked this place. No, John, I don't like it. I love it. It's home. Ah, okay. Jetzt sind wir frei. ja, und das mit den Tieren, mit den legendären Tieren, das werden wir wohl auch nicht mehr machen. Es tut mir leid für die Leute, die sich drauf gefreut haben. Aber das wäre jetzt echt noch viel zu viel. Wir müssten jetzt hier wirklich und hast nicht gesehen, dann irgendwie die Fische rausbekommen, wo ich immer noch keine Ahnung habe, wie. Bis wir die auch die überhaupt alles Legendäre gefunden haben, das würde ewig dauern. Aber wir haben die Story gemacht, die war großartig. Es war ein großartiges Spiel und schön, dass ihr dabei wart. Und wer weiß, was als nächstes kommt. Keine Ahnung. Wahrscheinlich geht ja online. Vielleicht. Also, ich habe nicht mehr viel Zeit. Ich wünsche euch noch einen schönen, schönen Tag oder Abend, was auch immer gerade bei euch ist. Bei mir ist es nachts. Obwohl, nee, Abend. 7:30 ungefähr. Ich verabschiede mich und hoffe, dass wir uns dann in einem neuen Let's Play wiedersehen. Bis dahin. Ciao.